Hallihallo, hallöchen, liebe Leute. Wir machen heute weiter mit dem NSUTT. Erstmal willkommen auf meinem Kanal, der Baslanes. So viel Zeit muss sein. Trotzdem machen wir weiter mit dem NSUTT von Tamir im Maßstab 1 zu 10, den RCK. Heute kommen wir zu der Elektronik und gucken mal, ob da alles in Ordnung ist. Ich bereite erstmal wieder alles vor. Und dann sehen wir uns gleich beim Bauen und Ausprobieren. So, liebe Leute, jetzt kommt's dazu. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall erstmal die Fernbedienung. Wir haben den Empfänger und wir haben den Fahrtenregler. So, der Fahrtenregler. Nee, das ist das Ein- und Ausschaltdings. Der Fahrtenregler kommt dran an BEC minus, und zwar hat er hier so einen Steg, das heißt, der geht nur in eine bestimmte Richtung drin, und danach können wir uns auch mit dem Fahrtenregler, drückt mal die Daumen, dass der jetzt funktioniert, richten, dass die Kontakte nach außen kommen. Also ja, minus ist außen, schwarz, braun, das müsste passen. So, dann haben wir hier ein bisschen Stromle, das heißt ein Akku. Der kommt dann noch ran. So, dann haben wir mal die Fernbedienung an und dann machen wir mal den Renner hier an. Er bewegt sich schon, sehr schön. Also, leuchten tut alles. Das ist sehr schön. Geht auch leicht. Hat auch ein bisschen guten Ausschlag, sage ich jetzt mal so. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Ich versuche jetzt einfach mal den Motor noch mit anzuschließen. Nee, versuche ich jetzt erstmal nicht, weil ich ja nicht weiß, wie welche. Oder sind hier irgendwo schon Vorsicht, Sticker, ja, Sticker. Der elektronische Fahrtenregler. Ist mir schon klar, dass der da reinkommt. Jetzt muss ich erstmal gucken. Also gelb auf gelb müsste ja eigentlich. Richtig sein. Ich gucke mir das lieber erstmal noch ganz kurz noch ein bisschen genauer an, bin gleich wieder da. So, liebe Leute, also passt auf, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich der Servo ist natürlich Kanal 1 und der Fahrtenregler ist auf Kanal 2. So, das heißt, sind halt, da wurde angeschlossen. In der Regel ist das schon verbunden, sage ich jetzt mal. Immer erst den Empfänger, also die Fernbedienung, den Sender oder ja, den Sender einschalten, dann den Empfänger. So, zack, jetzt haben wir zumindest schon mal der Servo funktioniert. Ob der denn nun jetzt noch richtig lenkt, das müssen wir dann gucken. Jetzt haben wir ja noch nicht. Oh, halt, stopp, jetzt haben wir doch schon was mitfahren. Und zwar, passt auf, wenn wir jetzt Gas geben, also wir drücken hier 2 Sekunden drauf, 21, 22, dann fängt das Ding an zu blinken, eigentlich. Rot sollte das Ding eigentlich blinken, und blinkt dann mal rot. So, jetzt blinkt das Ding rot. Jetzt einmal Gas geben, kurz drücken, dann bremsen, den Hebel nach vorne, kurz drücken. Und jetzt sollte er eigentlich programmiert sein. Rein theoretisch. Gut. Also Motor funktioniert, Servo funktioniert.
jetzt bauen wir das Ganze nur noch ein und dann dabei sehen wir uns gleich wieder. Ich muss das nur noch erstmal hier kurz vorbereiten. So, jetzt nochmal kurz zur Info. Also, ziehen ist geradeaus, also nach vorne fahren. Und rückwärts ist eben halt bremsen, den Hebel nach vorne ziehen oder eben halt rückwärts fahren. Der Servo funktioniert, der ist jetzt richtig programmiert. Ich wollte es nur noch mal zur Info. Gesteckt wird von dem Fahrtenregler gelb an gelb und blau an grün. So, das haben wir jetzt erstmal. Jetzt wieder umgekehrt. Fahrzeug erst aus, Sender aus. Gut. Dann haben wir das jetzt schon mal erstmal geschafft. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das Ganze irgendwie verbaut kriegen. Das heißt, der Akku muss ab und ich muss erst einmal ich hoffe, das ist jetzt alles, ich ziehe jetzt einfach nochmal raus. Bleibt mir nichts anderes übrig, weil das Teil muss jetzt hier erst einmal nochmal verbaut werden. Und zwar muss der hier. So, also passt auf, das Ding kommt jetzt hier so zerwischen. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, was nehmen wir denn da für eine Zange? So, das Teil hier irgendwie, aber nicht schlecht. Ja, kümmern wir uns gleich drum, denn eins nach dem anderen, Leute, eins nach dem anderen. So, das, ja, das ist kein Original-Tamir. Wartet mal. Servo. Der passt also nicht ganz so 100% hier rein. Sag ich jetzt einfach mal so meinen jugendlichen Leichtsinn. Aber zumindest haben wir jetzt erstmal einen Ansatz. Dann die zweite große Schraube, eine lange Schraube. So. Gut. Da tut sich jetzt erstmal noch bewegen. Bewegen tut sich erst das. So, jetzt kommt eigentlich, wenn sich das Ding nicht so verhaken, wie kann sich dann sowas so verhaken? Diese komische Scheibe hier. Hat wohl eine Scheibe, die Scheibe, wa? So. Die hat ja wohl eine Scheibe. So, und den hier festgeschraubt. So. So, und dann wird hier vorne noch fest geschrubbelt. Damit haben wir den Servo drin dran drüber. So, jetzt müssen wir nur noch mal ganz kurz gucken, wie war das hier.
Nehmen wir den nochmal ab. Und das Teil jetzt hier so auf. Rein theoretisch. Praktisch auch. Jetzt müssen wir nur sehen, jetzt muss ich erstmal gucken, entweder eine andere Schraube oder eine Unterlegscheibe, die da größer ist. Ich gucke mal. So, liebe Leute, jetzt geht's weiter. Jetzt brauchen wir dieses Teil hier und diese schönen Dinger hier und hoffen, dass wir sie gerade raufgedreht kriegen. Ja, das sieht schon mal ja nicht so schlecht aus, würde ich mal sagen. Und hier versuchen wir das Ganze natürlich auch gerade. So. Und dann haben wir hier so eine Leiste. Und da können wir genau sehen, wie weit wir den Ganze, fragt sich jetzt nur, welches ich drehe. So. Oh, das passt schon mal ganz gut. Na, weg hier bitte. So, hier ist das, hier ist das. Jo, passt. Laut Bild passt. So. Jetzt müssen wir den ganzen Schmutz jetzt nur noch hier raufkriegen. Und das ist ja nicht so einfach. Dass mir hier nichts wegbricht, wisst ihr? Hier könnten wir eventuell das nochmal abschrauben und so. So. Wie kriegt das Ding jetzt darin geknüppelt, ohne mir hier alles wegzubrechen? Na so, Mensch, Alter, wirklich. Doch ganz einfach. So, jetzt schließen wir mal das Ding hier nochmal an. Kanal 2 kommt der Servo. Servus. Ja. Jetzt müssen wir mal den Akku anschließen. Das wäre auch nicht so schlecht, eigentlich. So. Ach, verdammt.
Jetzt ist das natürlich alles ein bisschen schief. Hier. Quatsch. So, das dahin und das hierhin. Jetzt habe ich das auf dem Gas, ist ja gut. Mein Fehler. So, machen wir erstmal den hier aus, den wieder aus. So, wir gucken jetzt erstmal nochmal, ob das jetzt hier so mit dem Gas funktioniert oder ob wir da... Gut, das funktioniert soweit. Dann soll noch den Servo, dass das Rad gerade ist, stellen. So. Und schon. Und auch das funktioniert. Jo, sehr schön. Soweit, so gut. Jetzt muss ich nur noch die anderen Sachen hier so ein bisschen zusammensuchen, was wir noch brauchen. Und dann bauen wir gleich weiter. Jetzt kommt, und zwar einmal dieses Teil... hier ran. So, und dann hier ran. Oh. So. Damit haben wir hier auf der Seite kommt der Ein- und Ausschalter. Und auf der anderen Seite kommt der Fahrtenregler, Empfänger oder. So, jetzt können wir nämlich, und zwar das Ding, soll jetzt irgendwie... hier so reingeklebt werden. Ja, weil der Akku, der muss ja auch noch irgendwie hier rum. So. So, das ist das. Das ist das Kabel, was hier so. So sieht das ganz gut aus. Jetzt müsste ich irgendwo so eine Klebedinger haben. So eine klebigen Klebeklebs. Und zwar diese Teile hier. Und jetzt wird das echt lustig. Weil... kannst du mal loslassen, bitte. Danke.
Das kommt dann nachher hier rüber. Mal sehen, dass wir das wirklich jetzt auch festkleben. Möglichst jetzt auch da fixieren, nicht wahr? So, einmal. So. Und jetzt nochmal abgenommen. Und jetzt muss das Ding wirklich los sitzen. So, mal zwei, mal rein. So, gucken wir jetzt die Ohren. Das ist ja nicht gut. Aber ich habe 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 so, das haben wir, das haben wir. Dann können wir nämlich den hier auch noch hier so durchzübeln. Der kommt dann auf den zweiten Kanal. Zwei habe ich gesagt, nicht drei. So, zibbel die zip, zibbel die zap. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier so irgendwie verkabelbindert kriegen. Jetzt geht's weiter. Und zwar müssen wir jetzt, wie machen wir das? Gelb und blau brauchen wir hier. Gehen wir da? So, warte mal, Leute, jetzt machen wir erstmal ganz kurz mal diese Teil hier. Denn das. So, das ist nämlich der Ein- und Ausschalter. Da bräuchten wir noch ein paar Schrauben. So, oder wir nehmen die Schrauben, die da schon drin sind, nicht wahr? Das könnte man natürlich auch machen. Und off, da ist dann so eine Klappe dabei. Und dann könnte man das rein theoretisch so machen, dass man nämlich das auch wieder so darüber stülpt. Und wenn man nicht ganz viel Glück hat. Ich wieder da. So. Einfach kurz mit dem Cutter ein bisschen weggeklüppelt. Natürlich auf der falschen Seite, ich voll die Honky. Ach Leute, echt jetzt. So, jetzt aber hoffentlich. Unten. Ja. Könnte jetzt funktionieren.
Und wir haben einen On- und Off-Schalter dran. Okay, gut. Damit haben wir jetzt schon mal so ein bisschen Kabelbinder verlegt. Und Kabel sind dann, Kabelst sind verlegt. Vielleicht hätte man vorher noch mal einen Test machen sollen, bevor man die Kabel. Aber naja, mein Gott. Was soll's? Frisst ja alles kein Brot. So, das brauchen wir nicht. Das kann da. Der Akku würde, wenn denn, jetzt auf jeden Fall so hier reinkommen. Dann kommt dieses Teil hier ran. Erst den Sender. Dann das Auto. Alter, okay. Irgendwas nicht hin. Gut, wir schauen uns das Ganze noch mal kurz an. Wo ich gerade sagte, vielleicht hätte man vorher testen sollen, bevor man zusammen wird. So Leute, jetzt schauen wir mal. So, gut. Das funktioniert auch. Gut, also das geht erstmal. Gut. Dann haben wir das erstmal soweit fertig. Dann kommen jetzt als nächstes die Reifen, aber das machen wir dann als nächstes.